Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Aus irgendeinem Grund habe ich mir gerade zahlreiche Krankheiten eingejagt. Ich weiß nicht warum. Und irgendwie ist meine Quest nicht mehr da. Ah, doch, da unten. Aber waren wir nicht schon hier unten? Wieso bin ich jetzt wieder hier oben? Was ist da so groß? Ah, so. Okay. Ich muss mal ganz kurz. Irgendwas stimmt nicht. Es gab gerade ein Update mal wieder. Es gibt derzeit kostenlos einen Wecker im Atomic Shop. Das heißt, wenn ihr Bock habt, einen Wecker bei euch in die Bude reinzustellen, dann könnt ihr den euch holen. Und ja, ziehen wir uns so ein Steak rein. Wir gucken mal, was für Krankheiten ich so plötzlich bekommen habe, ne? Also, ich habe Blutwürmer. Du erleidest 25% mehr Schaden. Und Redwürmer. Höchstwahrscheinlich, weil ich hier gespawnt bin. Okay. Weiß ich Bescheid. Dann ziehen wir uns halt ein Heilmittel rein, ne? Ich habe mich von Redwürmern erholt. Und der andere Scheiß? Hallo? Blutwürmer. Wieso habe ich immer noch Blutwürmer? Okay, die Blutwürmer werden wir nicht los. Ah doch. Hä? Das ist ja ganz seltsam. Wieso laufe ich hier endlich noch durch die Gegend? Ich muss doch schnell reisen. So, wir gehen. Wieso habe ich hier unten keinen Marker? Ich dachte, wir wären hier schon mal da gewesen. Ja gut, dann. Ah ne, wir waren hier, ne? Ich glaube, am besten gehen wir zu Sugar Grove. Da war ja was. Kann ich hier meine Power-Rüstung nicht mehr aufstellen? Ja, komm auf den Stein. Muss ich nicht verstehen, ja? Gut Spiel. Wer will mich heute wieder verarschen? Verstanden. Okay, und dann jetzt aber zu Sugar Grove. Können wir nämlich dahin und dann dahin direkt. Das letzte Mal, als ich in Sugar Grove war, waren da extrem viele recht aggressiv Level 60er Ghule. Aber da war auch ein Event. Und höchstwahrscheinlich war da ein starker Spieler durchgelaufen. Das ist das Einzige, was ich mir erklären kann, wenn man auf starke Gegner trifft, dass da irgendwo ein starker Spieler durchgelaufen ist. So, wir gehen einfach in diese Richtung und dann ist alles in Ordnung. Ab und zu mal hier anpeilen, ob hier Gegner sind. Ist das Sugar Grove? Nee. Sugar Grove war nämlich eine große Antenne. Und hier ist nämlich groß gar nichts drin. Cool. Naja. Weil theoretisch brauche ich diese Waffe eigentlich gar nicht auspacken. Nicht mit angezogener Rüstung. Aber wir können ja jederzeit aussteigen. Daher. Ja, gehen wir zuerst da hoch. Warum ist das so hell? Warum habe ich keinen Leer? Alter! Wollt ihr mich verarschen? Was hat dieses Update gemacht? Hier, dieses kleine Feuer erzeugt diesen riesen Lichtstrahl. Ja gut, meinetwegen. Da ist Kleber, den nehme ich mit. Bauplan Tischlampe. Oh, nice. Es ist ja hier ein ganz seltsamer Ort. Ja. Was zum... Oh. Jetzt weiß ich, was es war. Bin mal gespannt, ob wir, wenn wir irgendwann demnächst wieder zu Hause sind, ob es da auch so krass leuchtet. Verbranntes Mega-Faultier. Das irgendwie in der Luft schwebt.
Habe ich noch nicht getötet, muss ich töten. Auch wenn es mir wahrscheinlich nichts tut. Irgendwie hat das mega viel Leben. Oh, ich weiß, wo ich bin. Was geht denn mit dir ab, Alter? Hier dreht ja mal völlig durch. Da war ein Pferdmann drin. Mega Faultierklaue. Ist. Okay, der ist anscheinend genauso stark wie eine Todeskralle. Ansonsten kann ich mir den Loot gerade nicht erklären, aber gut, nehme ich. Gut, dass er auch so leicht sichtbar war. Den hätte ich sonst nämlich nicht gesehen. Wenn der am Baum hängen würde, ich hätte den nicht gesehen. Komm, ist das ja auch das Erste, was ich gesehen habe. So, gehen wir direkt dahin. Und auf jeden Fall darauf achten, dass hier nirgendwo was hängt, was irgendwie auf mich runterfällt und mich dann töten will. Wäre ein bisschen ungünstig. Ist da ein Generator? Oh, ich lass die mal in Ruhe, ne? Sollen ihr Leben leben. Ich glaube, da ist einfach nur eine Werkstatt, oder? Ach, wir gehen da jetzt hin. Was soll denn der Scheiß? Ja, komm. Machen wir die halt kaputt. Irgendwas ist da hinten explodiert. Ja, hier ist definitiv eine Werkbank. Gucken wir uns mal an, was es hier so Schönes gibt. Durchsuche die Hütte nach Überlebenden. Sunday Brothers Cabin, okay. Das kann ich jetzt gut gebrauchen. Verwerte ein Spielzeug. War das ein Daily Challenge? So, und dann haben wir halt hier noch. Ja, die Minigun. Ach komm, scheiß drauf. Batman. 410 Schaden. Hm. Brauche ich aber nicht. Kryolator. Das ist der, den wir auch in diesem riesen Turm gesehen haben, der eingesperrt war. Und dich, Kollege, werden wir auch noch verbessern, falls es noch geht. Aber 28 Schaden, das ist, ist eigentlich nichts. Was? Jäger und Gejagte? Warte auf. Ich will nicht Jäger und Gejagte spielen. Hä? Okay, anscheinend spielen wir gleich Jäger und Gejagte. Wenn wir welche finden. Jesus Sunday Soloband Teil 4. Es ist Wochen her, seit ich Brianna Hawk weggejagt habe. Es fühlt sich so an, als hätte ich die gesamte Zeit damit vergeudet, JD davon zu überzeugen, dass das eine gute Entscheidung war. Als ich dachte, dass er endlich auf mich hört, fand ich beim Saubermachen in der Hütte ihre verdammten Briefe. Anstatt auf die Jagd zu gehen, hat dieser Hijo de Perra mich hintergangen und Brianna einige unserer Vorräte gegeben. Wie konnte er mir das antun? Nach all den Opfern, die ich für unsere Familie gebracht habe. Wenn er heute von seiner Jagd zurückkommt, werden wir eine kleine Unterhaltung über Brianna Hawk führen. Und dieses Mal gebe ich nicht nach. Kommt da jetzt noch was? Das Band läuft noch. Ah, okay. Leiche. Teil 5. Ich weiß nicht, wie ich es sagen
aber JD... Was? Oh nein, oh Gott, was? Aber ich... Was? Ich drück hier Knöpfe. Oh Mann. Oh, jetzt kann es dauern, bis ich das wieder finde. Wo ist der Scheiß? Ich muss den ganzen Kram mal wieder loswerden, yay. Hä? Achso, das war ein... Das war ein Holoband Zero. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Aber JD ist tot. Ich habe meinen eigenen Bruder umgebracht, nachdem ich herausgefunden hatte, dass er Brianna Hawk mit unseren Vorräten versorgt. Konnte ich es nicht abwarten. Also bin ich raus und habe ihn gefunden, wie er am Kamm Ausschau hielt. An den Rest kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht ist er abgerutscht. Oder ich habe ihn zu fest geschubst, aber mein Bruder ist gestürzt. Er ist tot. Und es ist alles meine Schuld. Als Brianna davon erfuhr, versammelte sie ihre Gruppe und attackierte die Hütte mit allem, was sie hatten. Sie wollten mich tot sehen. Ich habe sie alle erledigt. Aber eine Kugel hat mich erwischt. Ich glaube, ich halte nicht mehr lange durch. Vielleicht ist das besser so, dass alles... Was ich getan habe. Es erinnert mich an diese Stelle, die ich einmal in der Bibel gelesen habe. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Ich schätze, das stimmt. Ja, doof gelaufen, würde ich sagen. Alter, was... Ich bin hier im Himmel. Essen ohne Ende. Oh. Gut, wir haben jetzt schon mal das Resultat gesehen, was passiert ist jetzt im Endeffekt. Aber leider noch nicht, was vorher passiert war halt, ne? Müssen wir gleich nochmal gucken. Leuchten die Gläser hier. Das nehme ich mit. Ushanka brauche ich nicht. Das ist eine Mütze übrigens. Alter, was es hier alles gibt. Und irgendwas hier in der Nähe ist ständig am explodieren. Verbranntes Buch? Sieht alles hier aber noch so gut aus. Hier sind sogar nicht verrostete Dosen. Na komm. Mach mal jetzt keinen Scheiß, Junge. Mach mal jetzt keinen Scheiß. Mach mal jetzt keinen Scheiß. Genau. Stims nehme ich, das nehme ich, das und das. Ja komm. Scheiß drauf, nehmen wir alles mit. Haarklammerbox. Jetzt habe ich wieder 31. Ich komme irgendwie nicht über die 31 Haarklammern hinaus. Keine Ahnung. Das ist so eine Art Fluch. Dass ich immer mit der 31 rumlaufen muss. Okay, da... Wie war noch eine Nachricht, ne? Erinnerung. Nicht vergessen, mit Abby über JD und Brianna sprechen. Vielleicht kann sie meinen Bruder ja zur Vernunft bringen. Brianna ist nicht gut für ihn. Ich weiß, dass sie ihn benutzt, aber er weiß nicht auf mich... was? Aber er will nicht auf mich hören. Abby ist klug und JD respektiert sie. Auf sie hört er bestimmt... Also, die haben auf jeden Fall zur gleichen Zeit gelebt wie die Abby, die wir kennen, ne? Wir waren gerade draußen beim Bunker, als die Brandbestien über Harper's Ferry herfielen. In weniger als einer Stunde war der gesamte Ort abgefackelt. Ich
Ich dachte, Brianna sei bei dem Angriff gestorben und dass JD nun wieder so wird wie früher. Aber als das nicht passierte, wurde ich misstrauisch. Als Brianna dann mit einer kleinen Gruppe Überlebender bei unserer Hütte auftauchte, wurde mir alles klar. Sie hat JD die ganze Zeit getäuscht und ihm schöne Augen gemacht, um sich und ihren Freunden Einlass in unserem Bunker zu verschaffen. Das konnte ich auf gar keinen Fall zulassen. Ich sagte ihr, sie soll sich zurück in ihre Höhle verziehen und zusehen, wie sie überlebt. Ich musste JD eins überziehen, weil er damit nicht einverstanden war. Als Briannas Leute sich dann in den Bunker drängeln wollten, habe ich sie mit ein paar Warnschüssen verscheucht. Jetzt muss ich mich um JD kümmern. Er wird vielleicht angepisst sein. Aber was hat er denn gegen die Frau? Man muss doch irgendwie zusammen überleben. Kann man sich doch nicht gegenseitig hier die Köpfe einschlagen. Alles für Pfadfinder 9. Nö. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Hier ist ja so eine Hütte. Dieser Stern hat ja immer was zu bedeuten. Ich weiß aber allerdings nicht mehr was. Das Schöne aber jetzt ist, dass wir zwei Scharfschützengewehre bekommen haben. Zweimal dasselbe. Aber egal. Das passt schon. Habe ich jetzt keinen Questmarker mehr? Okay, das waren anscheinend alle Nachrichten, die wir hier finden konnten. Seltsam. Hier vielleicht noch was? Nee, hier waren wir schon. Hier ist auch nichts. Und hier ist einfach ein Generator. So. Ach. Was kann man überhaupt in der Power-Rüstung machen? Aber stimmt, die Sniper können wir gar nicht gebrauchen, weil sie die Munition von unserer coolen Knarre haben, ne? Da war ja was. Ja gut, dann schrauben wir sie auseinander. Weil 130 Schaden, solange ich nicht über 130 Schaden mit den Dingern komme, sehe ich das nicht ein. Und vielleicht kriegen wir eines Tages noch eine bessere Waffe. Die Waffe ist ja ein bisschen unterlevelt, ne? So, jetzt haben wir es geschafft. Zack, falsch, zack, richtig. Braumeisteraufzeichnung. Ich habe Jesus überzeugt. Ah ja, ich brauche nur die Safe-Steuerung. Daddy-o, okay, alles scheiße. Alles scheiße. Stink ich oder so? Oder ist unter mir eine Leiche? Ah, okay. Unter mir ist also eine Leiche. Was für eine Munitionsart verwende ich nochmal mit der Waffe? 45er war das, ne? Und das hier war ja 308er. Wenn wir hier es schaffen, 130 Schaden hinzukriegen, dann bin ich bereit, meine alte Waffe loszuwerden. Auf welchem Level ist die denn im Moment? Oh, 45. Meine alte Waffe ist jetzt auf Stufe 10. Wenn wir dieselbe Waffe nochmal bekommen, nur in besser. Junge, bin ich glücklich. Dann machen wir wirklich alles platt. Aber wir leben jetzt schon ziemlich lange mit dieser einen Waffe. Du lebst doch? Es gibt jemanden, der meinen kritischen Schaden überlebt hat. Bis auf das Faultier natürlich, aber das war ja auch OP. Jetzt springen.
Mal eine Frage an euch, das Faultier. Ist es auf der gleichen Ebene wie, also vom Schwierigkeitsgrad, von der Legacy her, wie eine Todeskralle und eine Brandbestie? Ich glaube, eine Brandbestie ist noch ein bisschen heftiger als eine Todeskralle, ne? Und das Faultier wird wahrscheinlich auf dem gleichen Level sein wie eine Todeskralle. Nehme ich an, also, wie ich habe ihn angeschossen und der hat gebrüllt wie bekloppt. Schießt du etwa auf mich? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich steck fest! Ah. Okay, das ist die Todeskralle, die will ich töten. Also Leute, geht mir aus dem Weg. Ich habe Dinge zu erledigen. Ja gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kacke. Ah, ich hätte es reparieren sollen, als ich noch die Möglichkeit dazu hatte. Okay, holen wir uns die Todeskralle. Mir ist der Loot von der Todeskralle echt wichtig. Okay, das kann was werden, Leute. Drückt mir die Daumen, dass der genauso leicht zu erledigen sein wird wie das gute alte Faultier. Weil ich bin ja auch überladen, ne? 21. Da liegt schon eine Todeskralle. Todeskralle, ich werde dich retten! Wieso krieg ich keinen 2,5-fachen Schaden? Hä? Aber weil ich nicht geduckt war. Oder doch, ich war schon geduckt, aber irgendwie hat es nicht gezählt. Scheiße, die Todeskralle erledigt. Wieso wollte ich doch machen? Irgendwie ist das gerade ein bisschen laggy. Oh, 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 ich hoffe, ich krieg den Loot der Todeskralle. Minigun. Die haben einfach mal zwei Todeskrallen erledigt. Die Schweine. Und ich habe nicht mal Erfahrung bekommen, weil ich dachte, die Todeskralle reißt das. So ein Scheiß, hatten wir nicht ein Level-Up? Nein. Loot? Oh. Loot? Oh. Nest? Oh. Oh, toll, Mediatorbomben. Ja, rein theoretisch könnte ich sie verkaufen, ne? Ach, weißt du was? Nee. Die sind mir zu schwer. Dann mache ich die mit. So, untersuche Harper's Ferry. Das kriegen wir auch noch hin. Ja. Ich bin zu spät gekommen. Todeskralle hat aufs Maul bekommen. Scheiße! Mann, ich brauch doch den Loot! Ich brauch eine neue legendäre Waffe. Und tun die mir das an, hä? Gut. Ich wollte zumindest einen verbrannten Detektor in dieser Folge hinkriegen. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir Harper's Ferry mal untersuchen und gucken, was da so abgeht. Der 128er, das heißt wohl, dass da starke Gegner auf uns warten werden. Ja, wir schauen mal. Haut rein, euer Zero. Tschüss.